Ex-Partner bzw. deine Ex-Partnerin kann dir nicht in die Augen schauen. Darum geht es in diesem Video. Also, was sind die Hintergründe? Ich möchte dir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte mitgeben und dann schaust du einfach, was auf dich dazu trifft. Also das Erste, worum das meistens so ist, ist ganz klar, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin nicht richtig hinter dir steht. Also wenn wir einen Menschen in die Augen schauen, dann ist das immer ein Symbol von selbstbewusstem Fokus aufs Gegenüber. Und gerade wenn wir verliebt sind, lange in die Augen schauen, heißt das immer mit diesem Blick, dass ich dich liebe und hinter dir stehe und du dich auf mich verlassen kannst und auf diese Stärke, die ich gerade ausstrahle, auch verlassen kannst. So. Und wenn das weg ist, man kann das einfach nicht mehr, ja, ist das meistens ein Zeichen davon, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin genau jetzt einfach nicht mehr zu 100% oder richtig hinter dir stehen kann. Der nächste Punkt ist ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühl. Also wenn es so ist, dass du irgendetwas oder dass er oder sie irgendetwas gemacht hat, zum Beispiel die Trennung ausgelöst hat, dich verlassen hat, dich damit verletzt hat, auch was ja immer verletzend ist, dann leidet man meistens unter dem Gefühl der Schuld. So. Der Schuld, weil man einen Menschen, den man eigentlich liebt, wehgetan hat, vielleicht auch wehtun musste und so weiter. Das ist meistens so, wenn der Ex-Partner, die Ex-Partnerin dich verlassen hat, dass man sich dann eben schlecht fühlt, Schwierigkeiten hat, in die Augen zu schauen und dementsprechend auf diese Weise mit dieser Situation umgeht. Ebenso die Angst, du könntest ihn oder sie durchschauen. Ja? Das ist meistens so, wenn der Ex-Partner, die Ex-Partnerin dich vielleicht betrogen hat, vielleicht mit einer Affäre zusammengekommen ist, dich dafür verlassen hat, mit dir einfach nicht gut umgegangen ist in verschiedenen Punkten, vielleicht dir das Blaue vom Himmel versprochen hat und dir die ganze Zeit gesagt hat, wie sehr er dich liebt in der Anfangsphase und gegen Ende der Beziehung dann dich eben auf diese Art und Weise verlassen hat, dann ist da diese Angst da, dieses schlechte Gewissen, dass du die Wahrheit über ihn durchschauen kannst. Ja? Ebenso kommt das oft vor, wenn du ihn oder sie verlassen hast. Ja? Du hast den Ex-Partner, die Ex-Partnerin verlassen und jetzt hat er oder sie auf einmal Angst, weil das eigene Selbstwertgefühl halt im Keller ist. Ja? Das eigene Selbstbewusstsein ist eben nach unten gegangen. Er oder sie hat jetzt schlichtweg Angst, wenn du ihm oder sie in die Augen schaust, dass du durchschaut wirst nach dem Motto, ich sehe deine Schwäche. Weil meistens entsteht nach der Trennung ein, ich bin nicht gut genug. Das wird da ganz stark getriggert. Und wenn man dann eben nicht gut genug ist, ja, ist es meistens so, oder sich so fühlt, nicht gut genug zu sein. Und jemand guckt dir in die Augen, hat man Angst, dass er oder sie genau das nicht sieht in einem. Und dann weicht der Blick ganz schnell aus. Also das kann ein Hintergrund sein. Scham, falls der Ex-Partner, die Ex-Partnerin dich verletzt hat, ja, zum Beispiel durch Fremdgehen, durch Sachen, die gesagt wurden, durch Dinge, die getan wurden, ja, dann steht in uns meistens ein Schamgefühl, das heißt, wir schämen uns für das, was wir getan haben, gerade wenn es richtig extrem ist und führt ganz schnell dazu, dass man dem Gegenüber nicht mehr richtig in die Augen schauen kann, also nicht mehr dazu in der Lage ist, weil man immer wieder mit diesem Schamgefühl dann sozusagen auseinandergesetzt wird. Ja. Ganz klar, der Ex-Partner, die Ex-Partnerin weicht aus, kann darauf hindeuten, dass er oder sie vielleicht sogar eine neue Beziehung hat, irgendwas Neues gefunden hat und dir das nicht dir versucht, sozusagen diesem Thema zu entweichen und nicht möchte, dass du eben darauf pointest in irgendeiner Weise. Und sobald es eben zu Kontakt kommt, weicht der Ex-Partner, die Ex-Partnerin einfach bewusst diesen Blicken aus, weil dadurch das Risiko nicht da ist, dass du vielleicht irgendwie erkennen könntest, dass da irgendwas ist. Er möchte dir irgendetwas nicht sagen, irgendetwas nicht mitteilen, irgendetwas nicht übertragen oder mitgeben. Und er versucht irgendetwas zu verstecken halt. Ne? Und das ist meistens dann zeigt sich, in diesem nicht in die Augen schauen können. So, also es muss es nicht heißen, es ist immer situativ, aber es kann ein Zeichen davon sein. So, ja, gerade wenn ihr noch guten Kontakt habt und ihr versteht euch noch gut, eigentlich läuft alles noch gut, aber ihr seid auch nicht zusammen, alles ist relativ offen keine Ahnung.
Ja, du findest ein paar Hinweise oder sowas, dann passiert das ganz oft, dass er oder sie dir nicht mehr in die Augen schaut. Also Hinweise zum Beispiel auf eine neue Beziehung, die irgendwo am Laufen ist oder ähnliches. Ne? Dann ist es oft der Versuch, dich zu umgehen. Ja? Er oder sie versucht einfach sozusagen die Konfrontation mit dir zu meiden und dich zu umgehen. Ja, ist so ähnlich wie Ausweichen, eigentlich dasselbe. Egal, man kann ruhig ein paar Tipps doppelt nehmen. Und genau, das kann auch hoffentlich vorkommen, dass er eben versucht auszuweichen oder dich zu umgehen. So, das sind jetzt diese Punkte. Es gibt noch viele weitere Sachen, das ist vor allem immer situativ so. Vielleicht ist er auch von Grund auf oder sie von Grund auf ein Mensch, der einfach nicht gerne in die Augen schaut. Ja? Und darauf würde ich am meisten achten. Wenn es so ist, dass er oder sie eigentlich recht offen ist und selbstbewusst ist und gerne anderen in die Augen schaut und auf einmal von sofort auf jetzt den Blick ausweicht, dann hat es meistens etwas zu bedeuten. Dann ist etwas passiert, was das ausgelöst hat. Und wenn das jetzt nicht die Trennungssituation ist, die das ausgelöst hat, sondern etwas anderes, kann es ein ganz deutlicher Hinweis darauf sein, dass vielleicht irgendwas im Busch ist. So. Also kannst du dir jetzt viel Gedanken machen. Die wichtigere Sache ist aber, was macht es mit dir? Also geh mal ein bisschen weg davon, dass du jetzt dir die Frage stellst, was macht es mit dem, warum macht der Ex-Partner, die Ex-Partnerin das? Was ist der Hintergrund? Und womit hängt das zusammen? Hinzu, was macht dieses Verhalten mit dir? Was triggert es in dir? Was löst es in dir aus? Und ist es gut für dich? Das ist ganz wichtig, das ist entscheidend. Ja? Und beschäftige dich eher damit, was in dir passiert aufgrund der Resonanz, die du sozusagen von außen bekommst, weil dadurch findest du viel leichter und viel schneller Möglichkeiten, einfacher mit so einer Situation umzugehen. Vielleicht, wenn eben so ein Härtefall ist, dass er oder sie dich toxisch behandelt hat oder du ihn oder sie toxisch behandelt hast, ja nicht gut behandelt hast, und dann schaut man sich nicht mehr in die Augen und möchte dann wissen, warum das so ist. So. Ebenso nicht zu viel interpretieren. Ja. Meistens ist es so, wenn wir aus so einer Trennung kommen oder in so einer Trennungssituation sind und wir sehen den Ex-Partner, die Ex-Partnerin, dass wir dazu neigen, einfach alles zu überinterpretieren. Jede kleine Nachricht, die nichts zu bedeuten hat, bekommt auf einmal eine Bedeutung. Jede Kleinigkeit, die gehandelt wird, da baut man sich so einen riesen Film im Kopf auf, von dem, was da für ein Hintergrund ist, was darauf zurückzuführen ist, dass wir einfach, wir suchen nach einer Antwort, gerade wenn wir verlassen wurden. Möchten wir eine Antwort haben, warum ist das so passiert, wie es passiert ist und wo liegt das zu welchen Teilen an mir? Und eben darin fangen wir dann an, ganz viele Dinge in unserem Kopf aufzubauen, die vielleicht gar nicht da sind und gar nichts zu bedeuten haben. Vielleicht schaut er oder sie dir einfach aus, nicht in die Augen, weil es gerade nicht möchte. Vielleicht ist es ein mangelndes Selbstbewusstsein, vielleicht steckt irgendwas anderes dahinter, vielleicht eine neue Beziehung, vielleicht ist es Schamgefühl, wer weiß das alles schon, aber hör auf, so viel rumzuinterpretieren an dieser Situation und konzentriere dich stattdessen wirklich auf dich und deine Heilung, auf dein Vorwärtskommen. Das ist in so einer Situation einfach das Beste, was man machen kann. Und alles andere bringt einfach nicht viel und führt auch zu keiner Lösung. Also meistens sind das eben die Hintergründe und die Situation. Aber dieses viele Interpretieren oder Lösungssuchen für irgendwelche Sachen, die mit der Trennung zu tun haben, führt meistens zu nichts, was dich in irgendeiner Weise weiterbringt. Halt nach einer Trennung viel Fokus auf dich, auf deine Weiterentwicklung, auf deine Persönlichkeitsentwicklung, auf dein persönliches Wachstum und du hast wirklich die besten Möglichkeiten und die besten Chancen, beim Ex-Partner oder der Ex-Partner vielleicht sogar eine Rückeroberung zu schaffen oder für dich einfach schnell da rauszukommen, die Trennung leichter zu verarbeiten. Wenn du da zu viele Gedanken an ihm oder ihr hängst und immer wieder reingesogt wirst, dass du jede Frage auseinandernehmen musst, wirst du deinen Liebeskummer, wirst du immer wieder Kohle in den Ofen werfen, den Liebeskummer weiter anheizen, weiter anfächern, solange bis der halt so stark anläuft, dass es dir einfach nicht gut tut. Ja? Also wie gesagt, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten und Situationen, die auf verschiedene Ergebnisse schließen. Und Fakt ist, am Ende weißt du es nicht. Du weißt es nur, wenn du ihn oder sie fragst und er oder sie, das ist auch noch eine Voraussetzung, dir eine ehrliche Antwort gibt. So, und
Es bringt nichts. Es bringt nichts. Das Einzige, was es bringt, ist, dass du bei dir bleibst und an deinem Selbstbewusstsein arbeitest. Und je mehr du davon hast, desto weniger wirst du auch über solche Fragen nachdenken, desto weniger wird dich interessieren, worauf das zurückzuführen ist. Und erst das macht glücklicher, birgt eine höhere Chance auf einen Erfolg bei einer Rückeroberung und sorgt einfach dafür, dass du aus diesem ganzen Gedankenwahnsinn rauskommst, der nach einer Trennung meistens passiert. Versuch deine Gedanken bewusst auf dich zu richten, auf dich zu fokussieren, auf deinen Umgang mit dieser Situation und nicht auf den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin oder Fragen oder Interpretationen oder warum ist denn diese Körpersprache so? Warum hat denn er oder sie diese Frage gerade gestellt? Was meint denn er, wenn er das gesagt hat? Warum hat er das jetzt geschrieben? Warum hat er das gesagt? Was bedeutet das? Früher hat er doch so gehandelt, jetzt macht er so und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Du wirst die Antwort für dich von ihm oder ihr nur bekommen, wenn er oder sie dir das einfach sagt. Der Rest ist nur Spekulation. Und du bleibst dadurch die ganze Zeit in diesem Räderwerk aus Gedanken, was dein Liebeskummer verstärkt, was dafür sorgt, dass es dir nicht besser geht, sondern meistens immer schlechter geht. Und so richtig eine Antwort finden ist auch schwierig und bringt auch gar nichts so. Wenn du eine Rückeroberung probierst, wäre das zum Beispiel ganz schädliches Verhalten, sich im Gedanken immer wieder um den anderen zu kreisen. Da musst du richtig mit Achtsamkeit durch den Alltag gehen und dich komplett auf dich konzentrieren und auf dich fokussieren und hast dadurch einfach nochmal viel höhere Chancen auf einen Erfolg. So. In diesem Sinne, wenn du ein Coaching möchtest, ja, wo ich individuell auf deine Situation eingehe, vielleicht weil du deine Beziehung retten möchtest oder aus einer toxischen Beziehung rauskommen möchtest, dann guck einfach in der Beschreibung unter dem Video, dann kannst du sowas finden und helfe ich dir gerne weiter. Unabhängig davon, wenn du mehr wissen möchtest zu verschiedenen Themen, zur Rückeroberung, kannst du auch auf den Videos hier schauen und lass auch gerne ein Abo da oder ein Like. Kommentare sind auch sinnvoll. Ich werde diese Kommentare irgendwann rausnehmen und dann ein richtiges Video draus machen. Und ich freue mich in diesem Zusammenhang wirklich auf dich dann im nächsten Video. Also bis dann. Ciao.